Herzlich willkommen zu Rogue Legacy. Ich bin Lady Sonja, die Barbarin. Und ich kann nicht in 3D sehen, deswegen bewege ich mich wie eine Pappfigur. Ich hoffe, das wird nicht an meine Nachkommen... Ist das der Weihnachtsmann? Wow. Okay, das kam unerwartet. Der Weihnachtsmann hat gerade... Ja, wie nennt man das bei Videos? Fotobombs. Wenn sich einfach einer in den Hintergrund drängt. Wie auch immer, ich bin jedenfalls Lady Sonja. Das ist mein treuer Schmied, der war schon immer hier. Das ist meine Wahrsagerin, die habe ich mir vor kurzem dazugeholt. Und der Architekt. Denn der Architekt ist dafür da, dass das Schloss so bleibt, wie es ist. Denn eigentlich ist das Spiel ein Roguelike und das heißt, alles wird jedes Mal zurückgesetzt. Und dafür sorgt auch dieser Typ, Charon, der Fährmann aus der griechischen Mythologie, der die Menschen über dem Fluss in den Hades bringt. Da ist gerade wieder was geflogen. Aber nur, wenn sie Münzen in den Augen haben und deswegen muss ich ihm jetzt all meine Münzen geben, damit er mich ins Schloss lässt. Und das Spiel beginnt jedes Mal von vorne. Und Lady Sonja versucht jetzt nicht der Held dieser Geschichte zu sein, sondern Lady Sonja versucht, so viel wie möglich für ihre Nachkommen zu hinterlassen. Sie ist eine starke Barbarin und wird jetzt versuchen, jede Menge Gold hier einzusammeln, damit ihre Nachkommen es besser haben. Und deswegen ist das hier auch kein normales bis zum Tod, sondern ein bis zum Tod mal zwei, wenn ich es so nennen kann. Es geht also darum, dieses Spiel zweimal zu spielen, beziehungsweise zwei Runden zu spielen. Nicht, weil ich mir sonst nicht zutraue, dieses Video länger als eine Minute zu machen, was ich jetzt mit dem Weihnachtsmann wahrscheinlich schon geschafft habe, sondern weil man sonst die Faszination von Rogue Legacy nicht wirklich zeigen kann. Es geht nämlich dafür, alles Mögliche für seine Familie zu tun. Dadurch ist das Spiel quasi einzigartig. Es geht nicht darum, allein der Held zu sein und die Welt zu retten, sondern es geht darum, das über Generationen zu machen und so gesehen ist in dem Belang sogar realistischer. Und sobald sie tot ist, zeige ich euch dann auch mal meine Linie an Vorfahren. Deswegen werde ich also zwei Runden spielen, damit ich euch zeigen kann, wie der Vorfahre ihr Werk fortsetzt und wie die Roguelike-Elemente hier reinspielen. Und auch die Metroidvania-Elemente, das Spiel ist klar angelehnt an Castlevania. Ja, allein die Tatsache, dass man hier die ganze Zeit auf Kronleuchter einschlägt und, tja, Roguelike und Metroidvania, damit ist es ein Spiel, das, ja, im Prinzip wurde es nur für mich programmiert, habe ich manchmal das Gefühl. Obwohl ich auch das Gefühl habe, Roguelike-Fans sind sowieso oft die gleichen, die auch Metroidvania-Fans sind, denn beide Subgenres haben eine recht ähnliche Spirale an, oh, Blueprint, Blood Cape, cool. Ja, ich habe das Spiel bis jetzt etwa eine Stunde gespielt, das heißt, ich bin nicht ganz am Anfang. Ich habe also schon ein paar Sachen freigeschaltet, denn das ist das Einzige, was man mit übernehmen kann. Man kann sein Gold also mit in die nächste Runde übernehmen und diese Blueprints, die man hier findet. Und bevor man wieder an Charon tritt, sein Gold möglichst ausgeben, falls man genug gefunden hat. Und das ist die Schwierigkeit. Das Spiel ist echt nicht leicht und man muss versuchen, so lange wie möglich zu überleben, um sich neue Upgrades zu kaufen und immer weiter am Schloss zu kommen. Und das finde ich echt super. Dadurch ist einmal dieser Metroidvania-Gedanke da, vor allem wenn man den Architekten dann... Wow. Take no damage. Wow, okay. Heißt das, ich muss die töten und dabei keinen Schaden nehmen? Oh, das wird schwer. Oh, Fairy Chest. Oh, nein, das war's. Ich hatte noch nie eine Fairy Chest. Und das Spiel ist auch so ein bisschen Bullet Hell. Also von den Bullet Hell Shootern, man hat hier ständig Objekte, die in der Luft fliegen und einen dann ziemlich schnell töten. Lady Sonja die Zweite ist tot. Sie hat keine Worte dafür und jetzt geht's richtig los. Jetzt kommt das Einmalige bis zum Tod. Und jetzt kann ich meine Nachkommen wählen. Das ist für mich so ziemlich der kurze Teil in dem Spiel. Hier haben wir die kleinwüchsige Lady Winry die Zweite. Ich hatte also hier irgendwo schon mal eine Lady Winry mit drin in meiner Erbliste. Das sind alles meine Vorfahren. Reichen schon ziemlich weit zurück, obwohl ich erst eine Stunde gespielt habe, aber man stirbt halt ständig. Sie ist also kleinwüchsig und das heißt, sie kann nicht mit Achterbahn fahren. Hier haben wir Lady Stephanie Shinobi. Sie ist farbblind und hat ADHS. Und hier haben wir Sir Jacoby, so. Und auch er ist kleinwüchsig. Eigentlich würde ich das Farbenblinde jetzt gerne nehmen und ADHS, um euch so ein bisschen das zu zeigen mit diesen Geburtsfehlern. Oder es sind auch nicht immer Fehler, die können auch einfach nur schwul sein, das passiert, oder lesbisch. Ich nehme jetzt aber ihn, weil so einen kleinen Shinobi finde ich eigentlich ganz witzig. Und da sieht man jetzt natürlich nicht so viel davon. Hier kann ich jetzt mein eigenes Schloss aufbauen, indem ich Sachen verteile. Hier kann ich zum Beispiel dafür sorgen, dass Charon weniger Gold von mir will.
Das mache ich aber nicht. Ich habe gehört, das soll sich nicht so ganz lohnen. Hier habe ich mir eben den Architekten dazu geholt, den ich dann bezahlen kann, damit er das Schloss so lässt. Beziehungsweise der Architekt lässt sich leider nicht dafür bezahlen, dass er das Schloss so lässt, sondern er will das Geld von meiner nächsten Runde und das kann ich nicht zulassen. Ich bin jetzt jedenfalls Shinobi Lady, was jetzt Lady Stephanie? Ich habe es vergessen. Ich nenne sie einfach Lady Stephanie. Und mit ihr ziehe ich jetzt in das Schloss und jetzt geht's richtig los. Bis zum Tod. Rogue Legacy. Sharon nimmt mir all mein Gold ab. Und das Schloss wird wieder zufallsgeneriert und ich ziehe los. Und was auch noch so ein bisschen an, tja, Metroidvanias und vor allem Castlevania erinnert, das Schloss hat mehrere Abschnitte. Hier sieht man es. Also das Schloss, der Turm, das Dungeon unter dem Schloss und der Wald. Sehr typischer Aufbau. Und ich werde jetzt mal versuchen, vielleicht schaffe ich es sogar bis in den Wald. Aber das ist mir erst einmal gelungen und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe auch nur 84 Lebenskraft und ich werde ziemlich schnell wieder sterben, glaube ich. Also ja, ist so ein bisschen Bullet-Hell-Shooter mit dabei, dadurch, dass man eben die ganze Zeit von Objekten beschossen wird. Erinnert mich immer an die blöden Medusa-Köpfe bei Castlevania, die mir so richtig auf die Nerven gehen. Und ich versuche jetzt, mich vorsichtig ranzutasten, denn ja, so macht man es ja bei bis zum Tod, für gewöhnlich. Diese Stacheln hasse ich aber auch. Geschicklichkeitsaufgaben sind nicht mein Ding. Aber ich versuche jetzt genug Gold zu kriegen, damit meine Nachkommen etwas davon haben. Und ich liebe den Gedanken in diesem Spiel. Es gibt auch eine super Review, vielleicht kann ich die hier nochmal verlinken, wenn ich die dazu finde. Die nicht einfach nur eine Review ist, sondern jemand, der so richtig erklärt diesen ganzen Gedanken hinter dem Spiel, was es so besonders macht und so weiter. Und ja, das war es jetzt leider schon. Ich konnte nicht viel davon zeigen. Ich bin einfach... Ja, das war es jetzt leider. Also... Das ist jedenfalls, ja, Rogue Legacy bis zum Tod. Ich werde noch Videos dazu machen, keine Angst, da werde ich ein bisschen mehr zeigen. Vorher ein paar Upgrades kaufen, damit es dann eben nicht mehr 5 Minuten geht. Aber deswegen dachte ich jetzt erstmal, wäre das die beste Möglichkeit, da ranzugehen. Und, ja, um meine Nachkommen weiter auszubilden. Können wir mal noch schnell gucken, ob ich meine Punkte sinnvoll einsetzen kann. Ich habe nur 100, das wird nichts. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Rogue Legacy, eine ganz große Empfehlung von mir, wenn ihr auf so Spiele steht wie... Ja, also so Spiele, die ich im letzten Jahr richtig gesuchtet habe, in den letzten 2 Jahren, Binding of Isaac, FTL und so weiter, diese Spiele, wo man sich die ganze Zeit fragt, soll ich wirklich in diesen Raum oder in den nächsten Planeten gehen oder werde ich dort gleich so heftig beschossen, dass ich mir wünschte, ich wäre nicht dorthin gegangen. Und tja, wer auf Metroidvania steht, denn diese Elemente sind ganz klar auch drin. Ich habe jetzt die Karte gar nicht gezeigt, die sieht typisch Metroidvania aus und so weiter. Seht euch mal an, mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut und dazu wird in Zukunft auch noch was kommen. Und garantiert auch in meiner Top 10 am Ende des Jahres, um die schon mal ein bisschen zu spoilern. Ja, bis dann, auf Wiedersehen.